Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Im heutigen Video geht es darum, wie ihr das Glück trainieren könnt, beziehungsweise wie ihr trainieren könnt, Glück zu haben und glücklich zu sein. Das wollen wir doch alle, oder? Wenn euch das Video interessiert, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Ja, und falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann denkt unbedingt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schaut auch gerne mal auf meinem Instagram-Account BeHappyAndTravel vorbei. Und jetzt geht's los. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass es anderen Leuten immer besser geht als dir. Und andere Leute sind auf der Sonnenseite des Lebens, nur du nicht. Wenn jemand Pech hat, dann du. Und allen geht's irgendwie besser. So ging's mir auch früher. Ich hatte mal einen Ex-Freund und der lief echt auf der Sonnenseite des Lebens. Da hat immer alles funktioniert und der war so lebensfroh und lustig. Ich meine, die Beziehung war absolut nichts, aber er war immer lustig und lebensfroh und ich dagegen ein absoluter Trauerkloß. Ich fand mein Leben einfach irgendwie doof und war nicht zufrieden und konnte auch seine Glücklichkeit, sein Glück nicht wirklich leiden. Ich weiß auch nicht. Wenn man dann so in so einem Loch ist und so mimimi und so muffelig, dann nerven einen auch Leute, die glücklich sind, oder? Manchmal? So, und das ändern wir jetzt. Wir ändern das jetzt, indem wir versuchen, glücklich zu sein, und da habe ich ein paar Tipps für euch. Ich mache jetzt nämlich gerade mit einer Freundin eine Challenge, und zwar sagen wir uns jeden Tag, jeden Morgen nach dem Aufstehen direkt 3 Dinge, für die wir heute dankbar sind. Und das ist so, so cool, weil das ändert direkt ganz, ganz viel. Also es ist auch so witzig, wenn man das dann auch mal abends macht, man kann es auch abends machen, da kann man dann den Tag Revue passieren lassen und sich überlegen, okay, was sind denn die 3 Dinge, die heute richtig gut gelaufen sind. Ich meine, vielleicht hast du dich auch schon öfter mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt, beziehungsweise mit dem Thema, wie man glücklicher wird. Und da ist immer der allererste Schritt, sei dankbar. Ja, manchmal nervt es einen und man denkt sich, ich kann doch nicht immer dankbar sein. Manchmal sind die Sachen einfach scheiße. Ja, was soll ich denn machen? Aber es ist so witzig, weil wenn du dich mal wirklich zwingst, und deswegen mach auch mal ruhig so eine Challenge mit einem Freund oder mit einer Freundin, und dann bist du nämlich gezwungen, dir 3 Dinge rauszusuchen, für die du dankbar bist. Ja, und wenn du das mal machst, dann merkst du, dass dein Hirn automatisch nach den Dingen sucht und es wird sie finden. Du kannst für so vieles dankbar sein. Alleine für die Tatsache, dass du ein Dach über dem Kopf hast, fließend Wasser, und die Tatsache, dass du dieses Video guckst, sagt, dass du Internet hast und auch einen Computer oder ein Handy oder ein Tablet oder sonstiges. Und dafür kann man auch echt dankbar sein. Also ich bin im Moment auch sehr, sehr dankbar für meinen Laptop zum Beispiel und für diese Kamera und für das Licht und für das, was ich trage und für euch da draußen. Es gibt so vieles, für das dass wir dankbar sind, was wir jeden Tag sehen und was uns nicht jeden Tag bewusst ist. Und wenn man so eine Challenge mit einem Freund macht, dann, wie gesagt, zwingt man sich. Das ist echt gut. Macht das mal. Das ist super. Ja, Schritt Nummer 2, Selbstakzeptanz. Puh, ein großes Wort, und ich arbeite selbst auch sehr, sehr, sehr stark daran. Also, das ist nicht unbedingt einfach. Wie oft ist es denn so, dass wir uns verurteilen? Oder wir verurteilen uns doch ständig für irgendwas. Achte mal darauf, wie du mit dir selbst sprichst, wenn du durch den Tag gehst. Also, nehmen wir mal an, du bist morgens aufgestanden, dann fällt dir die Tasse runter. So, was passiert? Ganz schnell sagen wir, oh, bin ich dumm. So, wie oft sagen wir das? Oh, bin ich dumm. So, und diese Worte sind so kraftvoll im negativen Sinn, weil wenn wir uns das immer wieder sagen, dann sind wir auch dumm und dann glauben wir das auch. Oder wenn uns was passiert und wir sagen, ja, typisch, das war ja wieder klar, dass mir das passiert. Mir wieder, weil ich so doof bin oder weil ich so ein Schussel bin oder weil ich einfach ein Pechvogel bin oder, ja. Da fallen uns ja immer ganz viele Sachen ein. Das Witzige ist, uns fallen meistens mehr negative Sachen ein, und das ist schon voll automatisch. Das merken wir schon gar nicht mehr, wie negativ wir mit uns reden. Stattdessen, positive Sachen sagen wir uns, glaube ich, nicht so oft am Tag, oder? Oder wie oft passiert es denn, dass wir mal Sachen sagen wie, hey, hast du gut gemacht? War echt cool heute? Nee. Stattdessen machen wir uns immer runter. Und wenn wir mal was Gutes gemacht haben, dann sagen wir noch so Dinge wie, ja, nee, hätte sie besser machen können. Wir haben echt so eine kleine, bösartige Stimme in unserem Kopf, die ständig negativ, mit uns redet. Und das zu erkennen, ist schon mal ein echt guter Schritt. Und ja, im nächsten Schritt versuch dich selbst zu akzeptieren, wirklich. Es ist
Niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt. Und das Gute ist, dass wir alle diese negative Stimme haben. Auch die Leute, die du für perfekt hältst, haben diese negative Stimme und die finden sich auch nicht perfekt. Niemand findet sich perfekt. Ich glaube, das tollste Topmodel auf der Welt findet sich nicht perfekt. Der tollste Sänger denkt nicht, er kann am besten singen. Nein, jeder denkt, dass jemand anderes besser ist. Und das haben wir alle in uns. Das ist so schade eigentlich, aber deswegen akzeptiere dich selbst. Du bist genau so richtig, wie du bist. Und ich hatte jetzt gerade Geburtstag und habe da so eine Nachricht bekommen. Ich bin mal so im E-Mail-Newsletter angemeldet. Das kann ich dir übrigens auch empfehlen. Das verlinke ich mal hier unten. Das heißt TUT und zwar The Universe Talks heißt das. Und das heißt, das Universum schickt mir quasi E-Mails, ja. Ich finde das irgendwie ganz cool. Das sind positive Affirmationen, positive Sprüche. Und zu meinem Geburtstag habe ich was ganz Besonderes geschickt bekommen und das möchte ich gerne mit dir teilen. Und zwar, ich versuche es mal noch zusammenzukriegen. Sinngemäß war es sowas und das sage ich jetzt zu dir. Du bist einzigartig auf dieser Welt und niemals zuvor warst du hier auf dieser Welt. Und niemals wieder wirst du hier sein. Genauso wie du jetzt bist. Du bist jetzt einzigartig und ganz, ganz besonders und ganz, ganz wertvoll. Ich fand das irgendwie so schön, dieser Gedanke. Wir wollen immer alle wie jemand anderes sein, aber eigentlich sind wir einzigartig. Und das ist das Schöne, dass wir alle anders sind. Und du kannst dir sicher sein, jeder hat Selbstzweifel, jeder hat Selbstzweifel, jeder findet sich mal kacke. Und es ist nicht immer einfach, sich selbst zu akzeptieren. Ich weiß, wovon ich spreche, ich tue mir da auch schwer mit. Und das können wir zum Beispiel erreichen, indem wir mehr Selbstmitgefühl haben. Ja? Also indem du, wenn was schlecht läuft, hab Mitgefühl mit dir. Weißt du, anderen Leuten passieren auch blöde Dinge. Und statt dich selbst abzuwerten und zu sagen, boah, ich bin ein doofer Schussel, kannst du sagen, oh Mann, war schade jetzt. Ach Mensch, red mit dir mal wie mit einem besten Freund oder mit einer besten Freundin. Dann würdest du auch sagen, oh, komm, wird wieder. Oh, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Blöd. Wenn wir so miteinander reden würden und mehr Mitgefühl miteinander, mit uns hätten, ja? Mit anderen haben wir das doch auch. Mit anderen würden wir auch sagen, ach komm, ach, du tust mir gerade total leid, dass dir das passiert ist, ja? Und uns werten wir dafür ab. Stattdessen hab Mitgefühl mit dir und ja, und hab eben im Hinterkopf, dass es jedem so geht. Wir sind alle nicht perfekt und das müssen wir akzeptieren. Wir müssen uns mit unseren Stärken und unseren Schwächen akzeptieren und uns nicht dafür abwerten. Das gehört einfach dazu, zum Menschsein, dass wir alle nicht perfekt sind. Vergib dir. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Also hab nicht nur Mitgefühl mit dir selbst, sondern vergib dir auch. Wie oft sitzen wir da und überlegen uns, oh Mensch, warum habe ich damals so und so gehandelt? Warum habe ich damals den Typen nicht früher verlassen? Warum habe ich so viel Geld ausgegeben? Warum habe ich so viele Schulden gemacht? Warum habe ich da keine bessere Note geschrieben? Warum habe ich keinen besseren Abschluss? Warum habe ich mir da nicht viel mehr Mühe gegeben? Mensch, warum habe ich das nicht getan? Und dann fangen wir an, uns selbst dafür zu hassen und zu verurteilen. Und hey, das liegt in der Vergangenheit. Du kannst es nicht ändern. Und was du ändern kannst, ist deine Perspektive darauf. Und du kannst es jetzt besser machen. Du kannst es jetzt besser machen. Aber das damals ist passiert. Und deine Vergangenheit definiert dich nicht. Scheiß drauf. Scheiß drauf, dass du damals vielleicht Schulden gemacht hast, dass du mit dem Freund zusammengeblieben bist, obwohl es nicht gut war. Scheiß drauf, dass du damals vielleicht nicht mehr gelernt hast und keine besseren Noten geschrieben hast. Es ist, wie es ist. Du kannst jetzt das Beste draus machen. Aber wichtig ist, dass du dir selbst vergibst dafür. Ja, versuch dir zu vergeben. Denn wenn du das nicht tust, dann hältst du daran fest. Und es wird immer, diese kleine böse Stimme wird immer wieder so Sachen sagen wie, ja, das ist genau wie damals. Damals warst du auch schon so blöd. So. Und deswegen müssen wir anfangen, uns selbst zu vergeben. Und auch anderen können wir vergeben. Das hilft auch, die Dinge loszulassen aus der Vergangenheit, wenn wir anderen vergeben. Wenn jetzt was ganz Schlimmes passiert ist, dann sagen wir mal, jemand hat dir was angetan, du wurdest vielleicht gemobbt oder geärgert oder naja gut, jetzt, oder nehmen wir mal was, vielleicht was Schlimmeres. Also nimm das, was für dich einfach jetzt passt. Und das heißt jetzt nicht, dass du der Person verzeihen sollst im Sinne von, dass du ihr die Absolution erteilst, es wieder zu tun. Vergeben bedeutet, dass du das für dich loslässt. Ja, für dich selbst. Und du brauchst keine Angst haben, dass in dem Moment, wo du vergibst, du es quasi okay findest, dass derjenige das getan hat. Nee, das ist trotzdem nicht okay. Wenn dich jemand schlecht behandelt hat und
wenn jemand gemein zu dir war, dir wehgetan hat oder auch Schlimmeres, dann das ist nicht okay. Und trotzdem darfst du das Ganze vergeben für dich selbst. Das ist ein Unterschied. Du musst es deswegen nicht okay finden. Aber in dem Moment, wo du an einem alten Schmerz festhältst, geißelst du dich selbst und du hast dich quasi selbst daran gekettet. Ja, du hast dich selbst daran gekettet und du erzählst dir immer wieder diese Geschichte vielleicht auch, ja. Vielleicht die Geschichte von, ja, weil mein Ex-Freund damals so schlecht zu mir war, kann ich heute keine Beziehung führen. Wie oft hat man den Satz schon gehört von jemandem, der sagt, ja, weil meine Eltern geschieden sind, kann ich keine Beziehung führen. Hallo? Bist du deine Eltern? Nein. Also ich meine, ich bin selbst ein Scheidungskind und deswegen nenne ich jetzt auch diese Themen, weil das natürlich auch die Themen sind, die mich beschäftigen. Aber man muss das loslassen. Und wer wir heute sind, hat nichts mit unserer Vergangenheit zu tun. Natürlich hat sie uns geprägt und so weiter. Aber hey, du kannst heute entscheiden, wer du sein willst. Du kannst heute entscheiden, ob du eine tolle Beziehung führen willst, ob du Geld sparen willst und so weiter. Das heißt nicht, nur weil du es in der Vergangenheit nicht konntest, dass du es jetzt nicht kannst. Und ja, wie gesagt, in dem Moment, wo wir uns immer wieder diese Geschichte erzählen von, ja, damals, weil das und das passiert ist oder weil der und der das gesagt hat oder das und das, deswegen bin ich jetzt so. Was machen wir damit? In dem Moment halten wir uns selbst klein und wie gesagt, wir geißeln uns selbst damit. Letztendlich tust du dir selbst damit weh. Und nehmen wir jetzt mal an, du willst deinem Ex-Freund vergeben für irgendwas oder deine Ex-Freundin und hast aber so einen Groll und denkst dir so, nee, wenn ich jetzt da vergebe, dann, nee, das geht ja nicht und das war ja blöd, was der oder die gemacht hat. So, und da merkt man ja, wie viel Groll da hochkommt. Ja, und dieser Groll, den lässt du los, indem du vergibst. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du es okay findest und das heißt auch nicht, dass du ihn anrufen musst, ja, oder sie. Also um Gottes Willen, das musst du gar nicht machen. Du musst auch keinen Brief schreiben, du musst mit dieser Person nicht mehr in Kontakt treten. Du vergibst einfach nur für dich selbst. Und wie das geht, kommt jetzt. Und zwar möchte ich dir jetzt von der Ho'oponopono-Technik erzählen. Das ist eine hawaiianische Vergebungstechnik und ich finde die so, so schön. Du musst es allerdings nicht so machen. Du kannst dir auch einfach mal all die Dinge aufschreiben, die du gerne, ja, alte Geschichten, bei denen du Groll hegst und dich einfach dazu entscheiden zu vergeben. Das geht auch. Aber ich finde die Ho'oponopono-Technik eigentlich nicht schlecht, weil wir damit das nochmal mehr loslassen und ja, die Intention vielleicht nochmal ein bisschen stärker ist, wenn man sich länger damit beschäftigt hat. Und zwar im allerersten Schritt versuchst du dich in die Person reinzuversetzen. Das geht natürlich nicht immer, ja. Wenn es nicht geht, dann lass es. Aber manchmal hilft es, wenn wir uns in die Person reinversetzen und uns überlegen, okay, wenn ich die Person wäre, warum habe ich so und so gehandelt? So. Versuch, in den Schuhen der Person zu gehen. Und in dem Moment wirst du schon vielleicht merken, dass du viel mehr Mitgefühl erfährst. Nehmen wir mal die Scheidung von Eltern. Du sagst dir, okay, die Scheidung meiner Eltern hat mich total mitgenommen, es hat mich total gestresst und deswegen bin ich nicht beziehungsfähig. Okay, du hast also quasi den Groll gegen deine Eltern, warum haben sie das getan? Und jetzt versuchst du dir zu überlegen, okay, warum, wenn ich meine Eltern gewesen wäre, warum haben wir uns denn getrennt? Und ja, dann kommt vielleicht sowas raus wie, ja, wir waren nicht glücklich, wir haben viel gestritten und wir haben alles versucht für unsere Kinder, aber es hat halt nicht gereicht. Und in dem Moment merkst du schon, wie vielleicht dein Groll ein bisschen weggeht, weil du merkst, dass es nicht um dich geht und dass nicht du der Grund bist, sondern ja, sie eben ihre Gründe hatten und dass es ihnen jetzt vielleicht auch besser geht einfach. So, das ist schon mal der allererste Schritt. Jetzt hast du schon mal den Anteil in dir gefunden, ja, und das ist komplett egal, ob das der wahre Grund ist oder nicht. Ja, du hast jetzt einfach einen Anteil in dir gefunden, den du da wiedererkannt hast. Nachdem du den Anteil also in dir gefunden hast, versuchst du diesem Anteil jetzt zu vergeben. Und das machst du mit den Worten, es tut mir leid, ich vergebe dir, ich liebe dich, Dankeschön. So, falls du dir jetzt vielleicht ein bisschen blöd vorkommst bei diesen Sätzen, die haben den Hintergrund, dass du verzeihst dem Anteil in dir. Weißt du, wir alle haben alles in uns, ja, wir haben Neid in uns, wir haben Wut in uns und so weiter. Und wir haben auch diesen Anteil in uns, der den anderen vielleicht dazu gebracht hat, das zu machen, was er gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, wir können das ja, in dem Moment, wo wir uns in den anderen reinversetzen, sehen wir ja, ha, guck mal, deswegen hat er das gemacht. Auch wenn wir gar nicht wissen, ob das die Wahrheit ist. Es ist eigentlich auch egal, ob das die Wahrheit ist. Weißt du, was ich meine? Also es ist komplett wurscht, was es tatsächlich ist. Wichtig ist, dass du was in dir findest,
du kannst dich einfach in den anderen reinversetzen. So, und diesen Teil in dir vergibst du jetzt. Genau, das machst du eben vielleicht mit dieser Ho'oponopono-Technik. Du musst auch diese Sätze nicht sagen. Vielleicht sagst du auch einfach nur, ich vergebe dir, ich liebe dich. Das reicht auch schon aus. Ich werde dir auf jeden Fall das Buch Ho'oponopono hier unten in der Infobox verlinken, falls du mehr darüber wissen willst. Falls es jetzt ein bisschen zu durcheinander war, dann mache ich da gerne nochmal ein Video zu. Also falls du Fragen zu Ho'oponopono hast, dann schreib die gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf, sie zu beantworten. Und ja, falls ihr euch weitere dieser Videos wünscht, dann schreibt das auch unbedingt in die Kommentare und schreibt auch gerne eure Frage dazu in die Kommentare. Wie oft habe ich jetzt in die Kommentare gesagt? Also ich freue mich auf eure Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, teilt das Video mit jedem, der es gesehen haben sollte. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüssi!